Ich wollte ihn jetzt essen lassen und nicht unterbrechen, dementsprechend. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark. Solo. Von mir. Alleine. Und, gerade noch so, würde ich sagen, ne? Ja, das war eng, glaube ich. Das war echt eng. Ja, wie gesagt, wir sind wieder da. Heute neuer Aufnahmetag, beziehungsweise neuer Aufnahmetag, sag ich schon. Neue Folge. Und gleich haben wir unseren ersten Dolo getan. Kriegt sogar noch plus 5 Level drauf. Kann ich meckern. Ich habe getamed, Dodo. Ja, ich habe kein Dossier mehr. Ich habe alles weg. Ich habe auch die Map weg. Ich habe alles weg. Es ist alles nicht mehr da. Es geht mir so im Sack. So. Ups, ich habe Caps an. So soll es natürlich nicht sein. Gut, der Koffer geht mal auf neutral, geht mal auf geringe Entfernung und ja, passt schon. Braucht natürlich auch Beeren. Die, was ist das? Mais, brauchen wir Mais? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, komm, Mais nehmen wir mal mit. Okay, ich habe einen Koffer. Fresse ich jetzt selber. Und die fresse ich auch selber. So, dann stellen wir den mal ab, würde ich sagen. Und ich glaube, ich stelle ihn direkt hier an der Seite. Da ich den auf sehr geringe Entfernung gestellt habe, müsste der jetzt eigentlich. Naja, nicht ganz. Ja, komm. Reicht schon so, oder? Lass mal noch mal ein Stückchen nach hier laufen. Komm. Gut. Damit habe ich auch einen Koffer, quasi einen Kühlschrank. Eigentlich einen Kühlschrank. Weil eigentlich will ich ihn für die Beeren haben, Fleisch haben, dass es nicht so schnell verdirbt. Was kann er denn tragen? Och, 52. Naja, ist zu wenig eigentlich. Aber das wird schon gehen. Jetzt noch ein paar Beeren hier an der Seite ein, damit das hier weg ist, das Gestrüpp, damit man sieht, wenn das von hier was kommt. Falls von hier was kommt. Kriegt der noch. So. Ja, ich glaube, der Eingang ist taktisch blöd gewählt. Ich glaube, ich mache da vorne auch noch einen hin. Zwei Seiten. Also, ja, nicht schaden. Oh, ich habe schon ein Level up. Gehe jetzt einmal auf Gewicht und kann mir jetzt eine Zwille herstellen. Ich könnte aber auch schon mit Holz anfangen, weil wenn ich mir einen Raptor tame will, sollte ich mir eine Zwille herstellen. Eine Zwille und dann hat's gerade geruckelt, mache ich schon mal ein Holzfundament, weil wenn ich ein Holzfundament herstelle, kriege ich richtig fette Erfahrungspunkte. Hm, oder mache ich mir einen Schlafsack? Nein. So, passt schon. Hm, die Hälfte der Flints lassen wir auch mal hier. Und nö, Holz brauche ich. Holz benötige ich schon noch. So, und da wir jetzt ein Holzfundament basteln können, benötigen wir jetzt überwiegend Holz. Dementsprechend, wo ich mich da noch verklicke, machen wir das mal eben weg. Und ich stelle fest, mir ist kalt. Dafür brauche ich einmal Leder. Was? Echt jetzt? Hier ist mir arschkalt. Dann arbeite ich halt irgendwie warm oder so. Keine Ahnung, das wird jetzt blöd. Ich zieh doch jetzt hier keine Klamotten und zurück an den Hörchen. Ist hier irgendwo ein Strahl in hier? Also so ein Arc-Dingens? Nee, ne? Vorne ist einer. Ja, ich sehe die Farbe nicht. Es könnte ein weißer sein oder ein grüner. Ja, der ist mir zu weit weg. Der ist mir zu weit weg. Ich mach mal nicht.
Ups, nicht abreißen. Am Ende. So gefällt er mir besser. Würde ich persönlich sagen. Ja, ja, kalt, ich weiß. So. Wir kriegen ja auch ein bisschen was zurück. Ist das Schöne daran. Wenn wir das Ding wieder abreißen. Ich hätte eigentlich nicht so viel herstellen sollen davon, oder? Hm, was ist das da? Ach, das sind die Stücke von meinem Haus. Die sind bis hierhin geflogen. Alter Falter. Ja, ich weiß, wenn mir kalt ist, dann, aber ist halt so, da müssen wir erstmal durch. Ja, krieg ich mehr Hunger, wollte ich sagen. Ups. Wie gesagt, da müssen wir jetzt eben durch. Ich meine, ich mach mir. Ich hab ja noch genügend Bären da, kann ich mir noch fressen. Zur Not erjage ich mir irgendwas. Erlege ich mir hier noch irgendwas. Gibt sich bestimmt gleich das ein oder andere Viechchen da nicht mehr finden. Das Schöne ist, dass ich gesehen habe, da vorne läuft schon ein Trike rum. Mal gucken, wie lange. Aber ein Trike ist wie gesagt nicht meine erste Wahl. Ich habe es ja auch Xyra geschrieben. Das ist in dem Let's Play hier oder in dem Anfangsstadium einfacher ist, als sich einen Raptor zu tamen. Und ganz ehrlich, als sie ihren Raptor da liegen hatte und dann darauf eingeprügelt hat, habe ich echt gedacht, scheiße, hol dir doch Fleisch und tame das Vieh eben. Aber gut, es ist. Kannst du halt nichts, ne? Sollte mal ein bisschen auf meine Ausdauer achten, ja. Ich habe nämlich nichts zu essen dabei. Ach du Scheiße. Das wird ja überladen. Ah, ich kann nur eine herstellen. Ja, ich weiß, Essen. Den bauen wir noch mit. Und jetzt geht's ab. Ab zum Essen. Yep, das sind nicht viele Bären, das ist ganz wenig. Dadurch, dass ich am Frieren bin, ist es noch schlechter. Aber ich wollte ja auch einen besseren Eingang machen hier, ne? Habe ich gesagt. So, jetzt machen wir mal ein Campfire. Ich überlege noch, wohin mit dem Campfire. Ich würde sagen, hier die Ecke ist immer ganz gut. Ich sehe nur gerade nicht, wo ich bin. Da bin ich. Okay, dann machen wir mal 13 Holz rein. Da kommen 5 mehr. So, es wird zwar nicht mehr so kalt, aber das Essen geht immer noch rapide runter. Ja. Warte, wir machen hier noch eine Tür. Ich überlege mir gerade, ob ich die Tür nach vorne mache oder zur Seite mache. Nach da. Nach da. Genau hier. Ich reiße die Wand ein. Ja. Lasse ich jetzt hier zu, die Tür. Und würde sagen, hol dann mal die restlichen Bären, wa? Ich weiß. Jetzt machen wir es mal so. So ist es, ne? Mit der Fackel konnte ich auch, ne? Glaube ich, ja. Geht. Aber im Endeffekt brauche ich ein Stückchen Fleisch. Ich muss so oder so. Ja, ich habe das Feuer angelassen. Ich weiß aber. Komm. Umgebungstemperatur aufheizen. Oh, was haben wir denn hier? Ach, das trifft sich gut, mein Freund. Du kannst mir was tun. Da es noch männlicher Dodo ist, Dilo, wie auch immer, Dodo, würde ich sagen. Ein Fleisch, ein Leder, perfekt. Kann ich nicht,
Da. Ups. Nicht ins Feuer. Dankeschön. Na. Irgendwie will gerade meine Steuerung wollte gerade nicht. Falls ihr es gesehen habt. Dann hat der kleine Fifi Euro zu essen noch drin und ich habe auch gleich was Leckeres hier zu spachteln. Ich habe noch zwei Bären, oder? Komm ich mal raus. Benutzen. So, ich mache mir direkt eine Zwille. Ich habe ein Leder. Das ist nicht viel, aber für eine Zwille reicht es. Jupp, Level up. Tada. Gut, einmal dahin. Einfaches Bett. Ne, lass mal stecken. Wand ist mir wichtiger. Mörser könnte ich auch machen. Mit dem Mörser könnte ich natürlich das Gammelfleisch, was ich jetzt noch nicht habe, schön verarbeiten. Ich glaube, ich mache eine Holzhand. So, ein bisschen Holz hier daher schütten. Ja, mach fertig, ja. Komm. Ja gut. Sehr schön. Okay, so. Es wird langsam Nacht, aber das macht mir ja nichts, habe ich gesagt. Was wollte ich denn jetzt? Ja, wie gesagt, weiß ich es gar nicht mehr. So. Einen Stein reingeladen. Ey, war ich... Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Holz holen. Das ist ein weißer Strahl. Ich habe kein Bett. Der ist da oben. Nicht hier unten, der ist da oben auf der anderen Seite. Das ist mir zu gefährlich. Ich könnte mich für feige halten, aber das ist mir zu gefährlich, auf die andere Seite rüber zu laufen. Das mache ich nicht. Also, zum einen weiß ich, was Xyra da drüben passiert ist. Der Raptor kam ja hinter ihr hergerannt und zum anderen ist mir das einfach zu weit weg bis da hinten hin. Es ist nachts, muss man bedenken, ne? Es ist wirklich Nacht. Ist mal eben flott und sie merkt, dass wir hier noch Holzhütte machen können. Ich werde es hier natürlich nicht überladen, weiß ich, aber ist mir vollkommen egal. Ich werde es hier alles gefällt und dann werden jetzt hier, wie viele Foundations brauche ich noch? Ich kann immer eine herstellen, aber ich kann auch Wände herstellen, auch eine. Dann werden die Wände auch schon mal langsam ausgetauscht gegen Holz und dann passt das schon. Wenn hier so ein Dodo oder sowas sehen würde, das wäre optimal. Will ich sofort mitnehmen. Auch diese Axt ist gleich wieder kaputt. Natürlich. Es ist immer der eine Schlag, der fehlt. Ah, diesmal waren es sogar zwei. Na komm, dann nehmen wir hier den Stroller mit. Stroh braucht man auch ab und zu, habe ich mir sagen lassen, ne? Und ihr seht schon wieder, mein Futter. Das ist übel, echt, ey. Bei dem Wetter ist es echt übel. Jetzt, ich hätte echt nicht gedacht, dass es hier so frisch ist. Ja, ich bin überladen. Okay, schön gut, aber... Mir doch wurscht. Und eine Wand. Das ging hier weg. Da ist es. Wenigstens hat es aufgehört zu regnen. Das heißt, es ist nicht mehr so kalt, glaube ich.
ändert trotzdem nicht an der Tatsache, dass ich Fleisch brauche. Ist es schon nachts? Ist das schon nachts? Ist es nachts so hell? Ist doch nicht so hell nachts, oder? Ah, hier Fleisch drin. Ja, kein einziger Fisch da. Ich glaub's nicht. Kein Fisch. Da vorne sind zwar Paras, aber die helfen mir jetzt auch nicht weiter. Genau deshalb helfen sie mir nicht weiter. Ja, okay, dachte ich mir. Dann muss ich mir eben so ran. Hilft ja nichts. Ja, ich weiß, steigt kaum. Und das, was ich jetzt einsammle, sollte ich auch relativ schnell wieder fressen. Ich krieg nur Faser gerade raus und Narcoberries gibt's doch nicht. Ist ja, wenn man mal einen Fisch braucht, ist keiner da, ne? Ah, ein bisschen gucken. Und jetzt wieder futtern. Ah, kann man sich gerade so über Wasser halten, ne? Irgendein Vieh, was hier rumläuft. Doch, hier lief noch Dodos rum, oder? Irre ich mich? Habe ich doch von da oben gesehen. Da lief noch zwei Dodos hier hinten. Oder waren das die, die ich dann den einen, den ich getämt habe und den anderen, den ich gekillt habe? Nee, da muss doch ein Dodo rumlaufen. Da kann nur. Hol ich mir gleich. Bisschen hochschrauben will ich mich wenigstens. Ihr seht, es geht. Also man kann auch mit Bären überleben. Mit dem habe ich ein bisschen mehr Platz, habe ich schon ein bisschen mehr Übersicht hier, was hier rumläuft. Das ist auch nicht schlecht. So, Nummer 4. Jetzt lasse ich über die Major Berries, damit tame ich lieber. Das verbraucht jetzt wieder Ausdauer und Ausdauer geht aus Essen, ich weiß, aber ich brauche hier auch Holz. So ist es nun mal nicht. Drei Wände herstellen, ist mal ganz gut. Und Level Up, dachte ich mir noch nicht. Eigentlich ist es schade, dass mein Level Up kein Futter wieder aufgefüllt wird. Ich meine, gut, das ist ja auch logisch. Ja, ich weiß, ich habe Level Up. Da war ein Leck. Gehen wir auf Gesundheit. Und was wollte ich herstellen, habe ich gesagt. Was wollte ich lernen? Die Mörser wollte ich lernen. Und die habe ich nicht mehr. Na gut, okay. Aber wir können wenigstens einen Mörser herstellen. Es gibt auch ordentlich Punkte und den Faden verloren. Ich muss schon mal Steine für einsammeln. Da braucht man nämlich jede Menge und ich höre einen. Ich höre einen. Wo ist er? Vor mir ist er. Da packt er fest und rechts muss auch noch einer sein irgendwo. Ich hätte natürlich ganz gerne auch ein Weibchen. Dann könnte man schon mit der Eierzucht beginnen, aber was nützen mir jetzt Eier, wenn ich keinen Pteranodon vom Himmel holen kann, ne? Das ist die andere Frage, die ich habe. Und ihr seht, es wird wieder hell. Also meine Nacht ist relativ kurz eingestellt. Und, Moment. Wo ist die Sonne? Keine Ahnung. Egal. Ihr seht, es wird auf jeden Fall relativ schnell wieder hell. Und die Nacht war relativ kurz. Wir haben gut was sehen können, trotz allem. Und, meine Axt ist jetzt wieder kaputt, hoffe ich mal. Natürlich nicht. Und ein Schlag und kaputt. Genau.
Das ist nicht wahr, ne? Wo habe ich den Dodo gesehen? Hier vorne backt er da fest, ne? Ach, guck an, ein weiblicher Dodo. Level 19 und hier ist noch einer. Wisst ihr was? Den lasse ich hier. Den lasse ich definitiv hier. Hier muss noch ein Dodo sein. Den gerade noch nicht. Wie gesagt, der zweite Dodo, den ich mir holen werde, der ist weiblich. Beziehungsweise alle weiteren Dodos sind weiblich. Und da ist der Dodo Level 19. Und Moment, da ist der Dodo Level 19 und hier ist ein Dodo Level 19. Bitte? Also das ist das, was ich meinte. Hier bangen unwahrscheinlich viele Dodos oder Tiere an so Bäumen fest. Das ist, naja, gut, okay, einmalig abgefällt, dann spawnen sie ja wieder neu. Das war nicht nur das erste Mal. Ich bin überladen, mein Inventar ist mir zu voll. Dann muss ich mal was essen, wa? Aber damit müsste ich mich eigentlich wieder voll machen jetzt und fallen lassen. Ich kann keine Wände mehr herstellen, weil doch kann ich. Ich kann auch eine Wand herstellen, weil ich kein Holz habe. Ach ja, Holz fehlte, genau. Okay, aber damit, das geht schon. Ja, den Baum fällig. Und dann gucken wir mal. Schwarzes Gesicht. Boah, rote Augen. Sie sieht ja cool aus, ne? Und Ette hier. Eher so Standard, ne? Junge, Junge. Fliegt aber weiter. So, ich will jetzt mal gucken, ob ich mir ein bisschen Heiz kriege. Ja, dachte ich mir. Oh, hallo? Wer bist du denn? Männlich, Dodo. Und noch ein männlicher Dodo. Nein, da nehmen wir diesmal hier. Gleich mit. Sehr gut. So, jetzt ist hier vorne noch der eine Dodo. Das Dodo-Weibchen, was da ist. Hallo? An dem Baum hier. Der ist aus. Das heißt, ich werde den hier noch fällen und den daneben noch fällen. Und dann soll ich mal so lange das Fleisch braten gehen. Ich kann auch schon mal aufhören. Ja, kann ich eigentlich schon mal machen. So, jetzt machen wir jetzt noch eine Wand. Und während wir die Wand hergestellt haben, gehen wir schon mal zurück. Und sammeln auf dem Rückweg noch ein paar Steinchen ein. An die Schaden. Hops, hops. Wie gesagt, wir brauchen definitiv die Steine. So, Narco-Berries kommen da rein, das kommt auch da rein. Fleisch habe ich 5, das geht dahin. Okay. Ah, du bist auf dem Level up, ich weiß. Gewicht. Nicht viel, aber ein bisschen. So. Einmal entzünden. Und, so reicht's. Bademenge. Ich brauche, glaube ich, 2 Stück pro. Gut, so. Damit haben wir dann auch wieder. Ich lasse jetzt ein bisschen Holz hier sicherheitshalber. Nur sicherheitshalber. Und ich bin auch wieder voll. Gut, dementsprechend, diese Folge ist auch wieder im Kasten für heute. Ich werde das jetzt hier noch ausbauen. Das mache ich mit euch zusammen gleich. Also in der nächsten Folge und. Ja, werde das davor noch abholzen. Und mich dann in diese Richtung geben. Mal gucken, ob wir einen Raptor finden oder sowas. Wird schon gehen, denke ich mal. Soll ich den Kühlschrank wahrscheinlich mal wegtun, dann, wenn der Raptor hier ankommt, wa? Ja, mal überlegen. Kriegen wir schon hin. Gut, dementsprechend, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns morgen wieder. Und macht's gut. Bis dann. Tschüss.